aber wir hatten, und das ist wichtig, dass ich darüber rede, weil das, wenn ich das, so muss man sagen. Ja, hallo, ich bin es, Jupp Heynckes, und ich denke, dass ich niedergeschlagen bin. Ich bin enttäuscht. Ich könnte ausrasten, dass wir verloren haben, 1-3. Und ich muss sagen, so darf es nicht aufhören. Nein, so darf es nicht enden. Ich werde 2 Jahre weitermachen, auf jeden Fall. Niko Kovac, das ist Ulis Sache, wie er ihm das beibringt. Ich bleibe. Ja, grundsätzlich muss ich sagen, dass wir nicht gut gespielt haben. Wir haben fußballerisch schlecht agiert. Wir waren mannschaftlich gesehen, waren wir keine Eintracht. Ja, wir hatten Ausfälle in der Mannschaft. Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt. Thomas Müller hatte die Grippe. Josch war angeschlagen und Sandro Wagner ist zunächst von der Nationalmannschaft und dann auch noch vom Bayern-Training zurückgetreten. Das kann man nicht kompensieren. Ja, ich denke, dass ich mich normalerweise nicht äußere zum Schiedsrichter, aber was in der letzten Minute dort passiert ist, das war ein Fehler. Das hat der Videobeweis quasi bewiesen. Das Gute am Videobeweis, das ist sicherlich, dass man dem Schiedsrichter nochmal 2-3 Minuten Zeit gibt, sich am Ende richtig in die Scheiße zu reiten. Sieg und Niederlage, das ist klar, die gehören im Sport mit dazu, aber wir sind nicht Sport, wir sind der FC Bayern München. Das ist ein Unterschied. Ja, ich denke, dass Spieler wie Arjen Robben, dass Franck Ribéry, dass solche Leute nicht zu ersetzen sind, das ist sehr schwer. Deswegen darf der Club Bayern auch nicht immer nur Spieler kaufen von anderen Bundesliga-Clubs, weil es bleiben am Ende nur popelige Bundesliga-Spieler. Ja, ich denke, dass Uli und Kalle jetzt den Ronaldo kaufen müssen, den Messi, den Neymar, den Salah noch dabei, den Firmino, den Kane, dann kostet das mal 30 Milliarden. Das ist sicher viel Geld. Auf der anderen Seite, dann verkauft der Uli mal ein Würstchen mehr und isst selber 10 weniger. Ich freue mich jetzt auf das Champions League-Finale zwischen Real Madrid und dem FC Liverpool. Wieso ich mich freue? Im Champions League-Finale gibt es keinen Videobeweis. Und ich möchte heute von euch wissen, wie sehr freut ihr euch darüber, dass Eintracht Frankfurt gewonnen hat und nicht wieder der FC Bayern München? Bin sehr gespannt, schreibt es in die Kommentare. Außerdem mir den Clip gucken und natürlich diesen wunderbaren Kanal abonnieren. Und zwar jetzt!